Ein herzliches Willkommen. Wir sind bei der Wochenlegung der KW8 und zwar vom 21. bis 27. Februar 2022. Was erwartet uns nun in dieser Woche allgemein erstmal astrologisch? Wir haben zu Beginn dieser Woche Jupiter und Uranus noch bis zum 22., die dafür sorgt, dass Dinge gelingen können. Die sollte man natürlich auch umsetzen. Das ist schön. Die Sonne ist natürlich jetzt in den Fischen und also es sorgt dafür, dass man hilfsbereit ist, sensitiv, sensibel aufeinander zugeht, aber man kann auch sehr empfindsam sein. So, dann vom 22. bis 24. haben wir eben ja eine Menge Fantasie mit Mars und Neptun. Da kann man wirklich gute Ideen haben, die man auch gleich umsetzen kann. Wir haben auch Durchbrüche durchaus. Wir haben auch Venus, die ebenfalls ab 23. bis zum 25. Neptun unterstützt. Da kann es in Beziehungen natürlich gut laufen, auch finanziell ganz gut laufen. Und auch Heilung ist natürlich befürwortet. Und man kann sich natürlich in dieser Zeit auch neu verlieben. Das ist schön. Dann haben wir am 25. einen etwas schwierigen Aspekt mit Merkur und Uranus. Da kann es passieren, dass überraschend was abgesagt wird, etwas nicht funktioniert, jemand nicht erscheint und dass das Stress verursacht. Ja? Und das kann dann natürlich dazu führen, dass man ein bisschen ungehalten wird. Das ist so im Überblick mal diese Woche. Wir schauen noch mal, was wir sonst noch haben. Wir haben am Montag Sonne, Trigon, Mond. Also da haben wir dann auch, wie gesagt, Mars, Sextil, Neptun ab Mittwoch. Wir haben dann Sonne, Quadratmond im Schützen und wir haben weiterhin natürlich Venus und Neptun. Wir haben am Freitag dann Merkur, Quadrat, Uranus. Das ist dann exakt. Und am Wochenende haben wir wieder ein Sextil zwischen Sonne und Mond im Steinbock. Und das sollte eigentlich dann relativ, ja, ich hoffe, angenehm verlaufen. Wir schauen uns das natürlich für jedes Sternzeichen noch an. Ich wünsche euch auf jeden Fall gutes Gelingen, viel Erfolg und sag bis gleich. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei der KW8. Das ist vom 21. bis 27. Februar 2022. Du brauchst in diesem Monat insgesamt ja immer so ein bisschen die Bodenhaftung. Es ist wichtig, dass du die nicht verlierst. Das ist natürlich schön. Du hast natürlich mit Merkur im Wassermann gute Verbindungen und Kommunikation. Wir haben aber Mars und Venus im Steinbock. Da wird auch auf Verlässlichkeit gepocht und geachtet. Und vielleicht geht es auch darum, dass du dir überlegst, welche Strategien sich in der Vergangenheit bewährt haben, wie du weiter damit umgehen kannst. Und ich denke, Veränderungen, Überraschungen, da kannst du gut mit umgehen. Allerdings solltest du immer auch die Verlässlichkeit im Hinterkopf behalten für dich selbst und natürlich für deine Mitmenschen. Man sollte verlässliche Aussagen treffen und sich auch realistisch damit auseinandersetzen, was gerade geht. Wichtig für dich ist eben, was habe ich, was kann ich und wie kann ich das umsetzen und wer ist dabei nützlich und hilfreich und wem kann ich vielleicht auch in dieser Woche unter die Arme greifen. Gar nicht so schlecht und ich wünsche dir natürlich eine schöne Woche und wir schauen uns das jetzt in den Karten an. So, liebe Zwillinge, dann wollen wir uns mal die Woche in Kartenform anschauen, allgemein natürlich für die Zwillinge. Wir schauen uns an, was möglich und machbar ist. Entscheiden, umsetzen solltest du das selbst, aber vielleicht bekommst du ein paar wichtige Informationen, Impulse, Ideen, wie das umsetzbar sein könnte. Und darum geht es ja in dieser Kartenlegung auch. Ja? Wir schauen uns an, was für die Karten wichtig ist. Das muss nicht immer 1:1 mit der Astrologie übereinstimmen, sollte ich ja ein bisschen auf Dinge aufmerksam machen. Was haben wir für eine Energie in dieser Woche? KW8 vom 21. bis 27. Februar. Wir haben die 9 des Feuers. 9 des Feuers ist Überanstrengung. Das ist auch die Burnout-Karte. Bedeutet, dass man vielleicht zu viel Energie in eine Richtung setzt und vielleicht da ein paar andere Dinge außen vor lässt. Also sei da bitte achtsam. Versuch dich nicht in eine Richtung zu verausgaben. Wir schauen uns an, wie du dich selbst siehst, König des Wassers.
Du hast Charme, du bist gewandt, du kannst dich ja, liebevoll einsetzen, fürsorglich zeigen, das finde ich sehr schön. Dein Wunsch ist die Königin des Wassers, Königin der Kelche, eben dich um Dinge kümmern, liebevoll und harmonisch, das finde ich auch sehr schön, das ist sehr, sehr viel Gefühl. Hoffnung und Ängste haben wir den Mond, da sind so ein paar Dinge, die im ja, verborgenen waren, die jetzt zum Vorschein kommen, möglicherweise durch viel Gefühl, kümmere dich darum. Gut für dich ist der König der Erde, ja, sehr gut. Wir haben sehr viel Erdenergie, das heißt Pragmatismus auf dem Teppich bleiben. Und das ist auch das, was ich aus der Astrologie sehe, dass man eben möglichst nichts übertreibt. Nicht gut ist ein Neubeginn in Leidenschaft, Ast der Stäbe, oder Ast des Feuers, ja. Also, halte dich an das, was möglich und machbar ist, überprüfe es. Ich weiß, das ist nicht so deins. Wir haben aber die Neun der Stäbe. Es kann sein, dass du brennst für eine Sache, sei es eine Beziehung, sei es was anderes. Es geht darum, dass du immer noch, ich sag jetzt mal, die Bodenhaftung behältst. Ausgang ist die Acht der Erde. Das bedeutet natürlich, du musst viel tun, du musst dich darum kümmern. Es gilt, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge eben nicht schleifen zu lassen und eben auch mit Geduld daran zu gehen. Und auch zu prüfen, ob du in die richtige Sache investierst, ja. Also schon ein bisschen achtsam sein mit dem, was so gerade anliegt, dass du eben ja nicht nur nach Gefühl gehst oder nur nach Sachlichkeit. Beides will gehört und gefühlt werden natürlich. Schauen wir uns an, was wir noch haben. Was kommt von außen in dieser Woche auf dich zu? Immer so die Einflüsse von außen, das können Geschehnisse sein, das können Leute sein. Wir haben die Sieben der Schwerter, das Unbekannte, das Verborgene, auch das absichtlich vielleicht Verborgene, das, was dir nicht so nahegebracht wird. Dinge, die du nicht weißt, die im Hintergrund stattfinden, es kann auch dummes Gerede sein, es können auch Lügen sein. Schauen wir uns aber ein bisschen genauer an gleich, wie die Woche verläuft. So, wir haben jetzt hier in dieser Woche die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Also man fühlt sich sicher und stabil. Erdenergie haben wir ja auch jede Menge. Das bedeutet, man ist finanziell und auch gefühlsmäßig auf der sicheren Seite. 9 der Münzen heißt aber auch, du bist trotzdem für dich selbst verantwortlich, ob du in einer Beziehung bist, im Job bist oder sonst was. Du musst dich natürlich an Regeln halten, klar, aber wie du dich fühlst und wie du mit diesen Dingen umgehst, auch wie du darüber denkst, ist natürlich deine eigene Entscheidung. Wir haben die 6 der Kelche. 6 der Kelche, Nostalgie ist auch, wie bin ich früher damit umgegangen? Und vielleicht ist das ja eine Sache aus der Vergangenheit, die dich jetzt noch beschäftigt und wo du vielleicht auch gehalten bist, dich darum zu kümmern. Ja? Vielleicht hast du in der Vergangenheit mal was optimal gelöst und das kannst du jetzt wiederverwenden. Oder es ist eine Sache aus der Vergangenheit, die nie wirklich aufgelöst wurde. Dann geht es darum, sich darum zu kümmern. Wir haben die 9 der Schwerter. Das sind unnötige Sorgen oder Gespräche, Austausch, Informationen. König der Münzen noch einmal. Also du bist sehr, sehr pragmatisch. Finde ich gut. Ja, hilft dir sicherlich auch weiter. Und wir haben den Ritter der Stäbe, da ist dieses Spielerische mal aus der Reihe tanzen, ja. Vielleicht auch mal Fünfe gerade sein lassen, da hat ja auch niemand etwas dagegen, solange du, ich sag jetzt mal, deinen Dingen treu bleibst und dich kümmerst. Und wir haben die Enttäuschung, die 3 der Schwerter. Kann bedeuten, dass etwas nicht klappt, es eine Absage gibt oder dass jemand eben nicht so ist, wie du dachtest oder eine Sache sich nicht so entwickelt, wie vermutet. Wir haben ja auch mit vielen Veränderungen zu tun und wenn da sehr viel Gefühl im Spiel ist, kann das natürlich auch kränkend sein. Schauen wir uns jetzt mal an. Deine Energie ist der König der Kelche, skorpionische Energie. Man hat seine Agenda, aber man ist charmant, gefühlvoll, entgegenkommt. Da haben wir das Rad des Schicksals und da haben wir die Mäßigkeit. Ich sagte ja, Gefühl und Intellekt im Einklang, Schütze-Energie bedeutet, dass du immer auch sachlich rangehen sollst. Das ist ja auch so eher deine Art, aber auch dein Gefühl mit einbeziehst, ja. Und die Dinge auch, ich denke, ein Stück weit auf dich zukommen lässt. Mit der 9 der Stäbe versucht man immer Dinge so ein bisschen zu forcieren, die in die richtige Richtung zu schubsen. Dein Wunsch, Königin der Kelche, 3 der Stäbe und König der Schwerter. Da ist deine Energie drin, die Sachlichkeit und eine Strategie. Okay,
Das kann bedeuten, dass du jemanden zum Beispiel überzeugen willst oder dass du jemanden hast, der, ja, ich sage jetzt mal sehr gefühlvoll ist. Da muss man natürlich vorsichtig mit umgehen, da braucht man eine Strategie. Es können aber auch deine eigenen Gefühle sein, die du artikulieren möchtest, die du in Worte fassen möchtest. Schauen wir mal, der Mond, 4 der Schwerter und 6 der Münzen. Du sollst für Ausgewogenheit sorgen, was hier auch der Fall ist, das kannst du. Indem du darüber nachdenkst, wo eine gewisse Sache, die dich immer wieder besucht, herkommt, wo sie ursprünglich entstanden ist und wie du damit umgehen möchtest, um sie zu bereinigen, zu beseitigen, zu erledigen. König der Erde ist gut, wir haben viel zu tun, 10 der Münzen, wir haben die 7 der Münzen, es geht um Details, um das Kleingedruckte. Das gilt natürlich auch innerhalb von Beziehungen oder von Kollegen oder Familie. Ne? Man muss sich schon ein bisschen um die Details kümmern, vielleicht auch anders aufteilen, vielleicht auch mal delegieren, um Hilfe bitten, was auch immer der Fall ist. Ast des Feuers, da haben wir die Herrscherin und da haben wir das Ast der Schwerter. Also, bevor du etwas Neues beginnen solltest, nämlich mit dem Ast der Stäbe, solltest du dir klar darüber werden, was gut läuft, was Fortschritt bringt. Ja? Das heißt, sammel erstmal deine Erfahrungen hier und schau dir das an, bevor du dann vielleicht etwas Neues beginnen möchtest. Also wo stehe ich, was habe ich, wie komme ich da zurecht, auch mit der Vergangenheit, mit dem, was mich belastet und so weiter und überlege mir was. Die 8 der Münzen, die Liebenden und der König der Kelche. Es geht da eben auch um dich vor allen Dingen, wie du mit Dingen oder auch mit Gegebenheiten umgehst, ja, wie du das handelst, ja. Und ich glaube, da gibt es halt auch Dinge, die sich möglicherweise wiederholen, die du verändern möchtest. Das kannst du nur, indem du dich ein Stück weit beobachtest, auch die Entwicklung beobachtest und dir eine Strategie überlegst, wie du in Zukunft damit umgehen wirst. 10 der Münzen, da ist die 7 der Schwerter und da ist der Ritter der Stäbe. 7 der Schwerter ist das Unbekannte, du bist neugierig und du möchtest ab und an mal aus dem Alltäglichen, aus dem Einerlei ausbrechen, was ja auch okay ist. Aber du solltest natürlich nicht deine sichere Basis riskieren dabei. Also heißt, wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, gerne verreist oder so, dann solltest du das auch tun. Aber du solltest natürlich nicht einfach verreisen und alles andere stehen und liegen lassen, sondern du solltest dich um Details kümmern. Ne? Also, dass das alles abgesichert ist, erledigt ist und dass du dann vielleicht auch wirklich den Kopf frei hast. Ne? Ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? 7 der Schwerter ist das Unbekannte, das reizt dich natürlich, das Neue, aber es geht ja auch, Dinge fertigzustellen. Du bist für dich selbst verantwortlich, da haben wir den Herrscher und da haben wir die 3 der Schwerter. Da ist eine Enttäuschung drin. Das kann bedeuten, dass du ja, vielleicht nicht immer verantwortungsvoll dir selbst gegenüber handelst, ja? Dass du vielleicht auch manchmal ja, dich so ein bisschen nicht so verantwortungsvoll verhalten hast, möglicherweise in der Vergangenheit, was dir heute auffällt, was dir heute, sage ich mal, auf dem Tablett präsentiert wird. Es kann natürlich auch sein, wir haben das ja hier auch, dass es ein Vorgesetzter ist, der dir deine Pläne, deine Dinge vermasselt. Auch das ist möglich. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, wie reagiere ich darauf, wie gehe ich damit um? Wir haben hier die Vergangenheit, da haben wir die 5 der Schwerter und da haben wir den Wagen. Aufzumupfen und auch mal was zu sagen, ist nicht das Schlechteste. Aber man sollte eben Scham an den Tag legen mit dem König der Kelche und nicht irgendwas unnötig riskieren, sondern eben, ich sag jetzt mal, stilvoll vorgehen. Ja, und da sind ja auch die Informationen, die Geselligkeit und der Turm, wer ist auf deiner Seite und wer nicht. Ja, das geht um die Gesellschaft, die Leute, die Dinge, die wichtig sind. Und sich da auch darüber klar sein, wer auf deiner Seite ist und wer vielleicht nur so tut, als ob. Ja? So, und dann haben wir den König der Münzen, die Königin der Kelche, ja, die Strategie und die Entspannung. Ja? Wenn du eine Strategie hast und weißt, wie du Menschen oder Dinge zu nehmen hast, wie du damit umgehen kannst, dann kommst du leichter zum Erfolg. Ja? Und vielleicht hast du hier, sagen wir mal, in der Vergangenheit zum Beispiel bockig reagiert oder hast dann gesagt, dann mache ich das eben trotzdem oder ne, wie auch immer. Es ist wichtig, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, sonst wiederholen sie sich. So, da haben wir den Ritter der Stäbe, der Tod und die 9 der Kelche. Also
um deine Ziele, deine Wünsche, deine Hoffnung zu erfüllen, ist es natürlich schwieriger, je häufiger du, ich sage jetzt mal, neugierig bist und das, was du hast, riskierst. Ganz logisch, ja? Also wenn ich jetzt mich begeistere für etwas und ich lasse alles andere erstmal links liegen, kann das natürlich da Schaden nehmen. Das ist auch ganz klar. So, drei der Schwerter, Page der Münzen und die fünf der Stäbe. Das sollte in deinem Gedankenspiel eine Rolle auch haben, dass du überlegst, wenn ich mir zu viel herausnehme, wenn ich mir zu viel Verantwortungslosigkeit gönne, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne, dann kann ich ganz schnell in Schwierigkeiten geraten. Und für mich ist ja wichtig, dass ich die Dinge auch am Laufen halte mit dem König der Kelche, dass ich meine Pläne umsetzen kann. Und da ist das Leidenschaftliche, was wir hier mit dem Ritter der Stäbe auch haben, ist es das wert? Ja, ist es mir das wert? Ist es der Sache wert? Ja, vielleicht habe ich mich vorher richtig ins Zeug gelegt für eine Sache, um sie dann aus Neugierde wieder zu riskieren. Ja? Und vielleicht ist es das hier, das Unbekannte, was dich reizt von außen und du hängst dann vielleicht deine vollen Energien in etwas Neues, obwohl das Alte sehr vielversprechend ist. Und das muss man natürlich abwägen. Ne? Das musst du als Zwilling abwägen. Ja, mach lieber, back lieber kleine Brötchen, setz dich damit auseinander. Was ist jetzt zu tun und was reizt mich daran? Ist es nur das Neue oder kann ich hier mehr damit erreichen? Also es geht darum, Prioritäten zu setzen, aber eben nicht nur aus Begeisterung und ja, das ist was Neues, sondern ich muss ja auch was zu Ende bringen. Ich muss ja auch Verlässlichkeit haben. Und du hast ja mit dem König der Münzen auch die Verlässlichkeit drin. Das ist gut für dich, wenn du dich um die Dinge alle kümmerst. Und wir haben das Kaninchen. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Die Dinge können sich lohnen, wenn du dich ein bisschen mehr reinhängst und wenn du noch ein bisschen Geduld aufbringst, um das dann zu bewerkstelligen. Ja? Also, du könntest dir selber schaden, wenn du zu früh etwas loslässt, was erfolgversprechend ist, dich Neuem zuwendest, weil es deine Begeisterung hervorruft. Ja, das haben wir hier. Und ich denke mal, du solltest langsam vorgehen, wenn du vielleicht auf Neues stößt oder wenn es auch mal, ich sag jetzt mal, nicht so leicht ist, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Ne? Wir haben das Kaninchen, das ist die Nummer 27. Ich lese dir mal vor, was dir die Nummer 27 sagen möchte. Schauen wir uns an. Eine sonnige Wiese erwartet dich und der Geist des Hasen erscheint, um dich aus deinem dunklen Kaninchenbau ans Licht zu locken und an einer schönen und fruchtbaren Erfahrung teilhaben zu lassen. Unter der Erde scheinst du vielleicht an einem sicheren Ort zu sein, aber die Magie beginnt, wenn du dich hervorwagst und das Risiko eingehst, dich verwundbar zu machen und etwas Neues mitzuerschaffen. Du bist eingeladen, in ein neues Leben einzutreten, mit dem du noch keine Erfahrung hast. Aber hab keine Angst. Jetzt ist auch eine Zeit, um fruchtbar und produktiv zu sein, während du dich in der Zeugungskraft des Hasengeistes sonnst. Was immer du jetzt zum Leben erwecken willst, wird auf fruchtbaren Boden fallen. Als Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes kannst du keine Fehler machen. Also lass die Ideen ans Tageslicht kommen, im Wissen darum, dass jetzt eine glückliche Zeit ungeahnter Möglichkeiten vor dir liegt. Ja. Neue Dinge hervorrufen. Aber nicht falsch verstehen. Damit ist nicht das Ass der Stäbe gemeint, sondern das hier. Du hast in der Vergangenheit öfter für etwas Neues, etwas, woran du gearbeitet hast, fallen gelassen. Deine neue Erfahrung liegt darin, das Alte eben nicht fallen zu lassen, sondern dir zu überlegen, was du Neues daraus schöpfen kannst, ja, mit dem Hasen. Du hast so viel Arbeit und vielleicht auch Liebe und Leidenschaft da reingesteckt, dass du es jetzt nicht wegen etwas Neuem einfach links liegen lassen solltest, sondern eben dir überlegen solltest, nun ja, ich habe hier in der Vergangenheit mich dann dagegen gewehrt und bin einfach meiner Wege gegangen. Ja, deshalb, da habe ich mich selbst enttäuscht, weil ich nicht verantwortungsvoll damit umgegangen bin. Jetzt habe ich den König der Münzen und eben die Energie ist ja auch so, mich den Dingen zu stellen. Und das ist die neue Erfahrung, dass du weitergehst, als du bisher gegangen bist in der Vergangenheit, ja. Und es geht darum, nicht immer dem Neuen nachzuhecheln, sondern das, was man schon erfolgreich gemacht hat, weiter zu verfolgen, über eine neue Stufe hinauszugehen.
und da eben auch mit Charme an den Dingen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist in dieser Woche das ist das Unbekannte, ja, was dir begegnet. Wenn du eben dich nicht von einer schönen neuen Sache so begeistern lässt, dass du alles andere liegen lässt. Das Rateschicksal ist langsam. Das Rat des Schicksals bedeutet, es arbeitet im Hintergrund. Und deine Entscheidung liegt jetzt darin, entweder das, was du früher schon gemacht hast, zu wiederholen oder dir zu überlegen, ob ich nicht mal probiere, wie es aussieht, wenn ich weitergehe, wenn ich den Weg zu Ende gehe. Ja? Und hier haben wir eben das Unbekannte. Ne? Wir haben aber auch die Gefahr, dass du eben dich Neuem zuwendest und damit das, was du schon erreicht hast, möglicherweise die 10 der Münzen riskierst. Das ist natürlich deine Entscheidung, musst du selbst wissen. Vielleicht ist das Neue auch interessant, aber ich glaube, der größere Erfolg liegt darin, bei dem zu bleiben, was dir eben jetzt schon bis dorthin weitergeholfen hat. Die Erkenntnis hier zu sagen, das, was ich bisher gemacht habe, ist erfolgreich und das kann ich auch weiterführen. Da kann ich mehr draus machen. Und wer sagt denn, dass du nicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann diese Sache beendet ist, das Neue hier, das Ass der Stäbe, trotzdem angehen kannst. Ja? Das ist so die Überlegung, die du anstellen solltest, mit der du dich auseinandersetzen solltest in dieser Woche. Und ich denke, dass du da die richtige Entscheidung für dich selbst finden wirst. Ja? Das hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Einsicht gebracht, ein bisschen Freude, ein bisschen ja, Ideen, wie das anzuschauen wäre oder was du daraus machen kannst. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen, wie das Ganze dann funktioniert hat, hoffentlich. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, eine schöne Woche und sag bis bald.